Hallo und herzlich willkommen hier zu Tiberia. Es geht wieder weiter. Ja Leute, nach dem sehr unfreundlichen Empfang hier beim Hotel hier in Aralbad müssen wir jetzt mal schauen, wie wir unsere Wünsche sozusagen hier durchsetzen können. Ne? Wir haben ja schon was gefunden in der Besenkammer des Hotels und wir probieren jetzt mal was, ob wir irgendwie den Typen da an der Rezeption ablenken können. Ne? Dem wir vielleicht Waschmittel in den Brunnen kippen können. Das geht, okay, perfekt. Ja, der Zeppelin soll ja auch wieder weg, ne? Der ist ja nicht erwünscht hier. Hat es ja auch schon wieder geheißen. So, ja, schön rein, du nicht geizen. Alles rein mit. Schaumbad. So, das Schaumbad ist angerichtet. So, müssen wir das jetzt den Typen sagen? Das ist eine Drehtür, okay. So, Herr Rezeptionist hier. Entschuldigen Sie? Okay, wir müssen ja nicht klingeln, oder? Entschuldigen Sie? Ach so, wir müssen doch klingeln, okay. Ah, nee. Ah, jetzt steigt er auf. Oder? Nee, doch nicht. Also, er klopft immer wieder den Fernsehapparat, weil der so hier Ameisenkino zeigt. Was macht der denn jetzt? Der Ameise 2 rennt fort oder sowas hier, ne? So, erstmal wieder Bing. Jetzt da schon wieder, denkt er sich wahrscheinlich, ah, die schon wieder, ja. Ja, wir sind wieder da. Entschuldigen Sie die nochmalige Störung, aber ich muss unbedingt mit Frau Romanski reden. Das können Sie vergessen. Warum sagt man das? Ja, bla bla bla. Wie können wir denn jetzt sagen, dass da was mit dem Brunnen los ist? Es ist wirklich schade, dass nicht mehr geht. Unsere. Und das macht. Warum? Okay, nee, das geht also nicht. Normalerweise reise ich an... Natürlich. Ah! Was? Nee. Können Sie mir sagen... Als... Ja? Ich bin... Ach, und... Genau... Okay. Mein Herr, ich brauche wirklich Ihre Hilfe. Ich bedauere, gnädige... Ich versichere Ihnen, indem Sie mir helfen... Gnädige Frau... Ich würde gerne jemanden treffen, der hier im... Zu ärgern... Hören Sie, ich... Wenn... Ich weiß... Gnädige... Nee, hilft uns alles nix. Ich habe mich noch nicht vorgestellt... Sehr... Dies... Na, nun... Okay, nee. Na gut, gern. Also das bringt uns nichts. Wir können ihm hier nicht irgendwie, oder können wir ihm vielleicht einen Wodka anbieten? Nee, können wir nicht. Oder können wir irgendwie... Tja, Ich weiß halt, das, vielleicht müssen wir irgendwie hier anrufen oder so. Aber das geht ja nicht. Wir haben ja keine Telefonnummer von dem Hotel. Und sonst ist er ja nicht viel in der Lobby hier, ne? Irgendwas zum Lesen finden. Warte mal hier. Ne, da kommen wir nicht hin an den Tisch. Na gut, hier können wir nochmal reingucken, weil, ja gut, die Lupe ist nochmal da, aber. Naja. Wir können da nicht nochmal irgendwas mitnehmen. Ich habe ja das letzte Mal schon gut geguckt eigentlich. Los, jetzt aber ran. Ne. So. Nix. Tja, nee. Oh, am Vorhang können wir noch. Warte mal. Ja, was hat das jetzt gebracht? Dass der jetzt vielleicht rausgucken kann oder so? Ja, ich könnte es stundenlang machen, hier immer wieder auf die Klingel hauen, ne? Entschuldigen Sie? Schon wieder Sie? Das geht mir jetzt aber langsam zu weit. Ich warne Sie, wenn... Was ist denn da hinten los? Meine Güte, warum gibt es eigentlich immer dann Probleme, wenn ich gerade beschäftigt bin?
Ja, beschäftigt. Yes. So, ja, dann geht mal. Wo geht denn jetzt hin? Ach, Wischmopol. Yes. Strike. So, ich hoffe, der ist jetzt lang genug weg hier, dass wir jetzt mal hier hinter können, ne? Jetzt tun wir hier mal so stöbern. So, hier liegen ein paar Papiere rum. Nein, stopp. Das sind nicht die Papiere, sondern, ja gut. Warte mal, hier ist das Gästebuch, oder? Ja. So, jetzt gucken wir doch mal. Telefon? Nee, geht nicht. Okay. Gut. Ja. Drecksau ist er auch noch. Er stellt da Kaffeetasse an. So, was gibt's denn hier? Okay. 20.12.80. Es geht hier bis 83. Gut, man kann weiterblättern. Gut, Oleg Kitzim war hier zum Beispiel. Ja, Abfahrt war dann. Aha. Ja, okay. Kurgast zum Beispiel. Kundennummer, Gästekarte. Was? Was? Verstehe ich nicht. Hier zum Beispiel war auch jemand für einen Monat da. Das war ein Dauergast sogar. Okay. Mhm. Hier steht eine Nummer hinten dran zum Beispiel. Jetzt müssen wir mal gucken. Hans Vorarlberg, okay. Kundennummer 1478. Okay. Der war am 2.3.81 da und war bis zum 28.3.85 da, auch ein Dauergast. Also er war gute 4 Jahre da, ne? Okay. Lass uns mal gucken. Helena Romanski ist am 6.5.81 hier reingekommen. Also hat sie Hans auch kennengelernt. Ist noch nicht abgefahren. Ja, ist noch hier. Ist Dauergast. Kundennummer 1270. Okay. Piotr Tinankor, okay. Ja. Aber das interessiert uns alles nicht. Wir uns hier interessiert alles wirklich nur die Romanski. Die 1270. Mal weiterblättern. Was haben wir denn noch so? Ja gut. Interessiert nicht so richtig, ne? Auch. Das. Nee. Also 1270. Was ist das hier? Die Edenor Hotels. Hotel Kronski. Ah. Eine Broschüre. Die Edenor Hotels. Die Hotelkette Edenor kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Das erste Edenor wurde 1928 in Paris eröffnet und verfügt in jeder europäischen Hauptstadt über einen historischen Kern. Was? In jeder europäischen Hauptstadt über im historischen Kern der Stadt eines situierten Luxushotels. Das ist ein bisschen komisch geschrieben hier, der Satz. Eine Besonderheit dieser Hotels ist die Tatsache, dass es sich bei den Gebäuden um ehemalige Paläste, Stadthäuser oder Herrensitze handelt. Was soll das hier sein? Herrensitz vielleicht. Die traditionsbewusst restauriert heute eine Unterkunft der Spitzenklasse bieten. Okay. Die Edenor Hotels sind der ideale Aufenthaltsort für Städtereisen. Sie bilden Gelegenheit, das architektonische Kulturgut des jeweiligen Landes von innen und außen zu erleben und dabei gleichzeitig alle Vorteile einer renommierten Hotelkette in Anspruch zu nehmen, die sich durch einwandfreien Service und Komfort auszeichnet. Der Aufenthalt in einem Edenor Hotel ist nicht mehr als nur eine Übernachtung. Der authentische Charme des Hotels macht den Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis. Feinschmecker haben außerdem die Möglichkeit, sich mit der traditionellen Kochkunst der jeweiligen Hauptstadt vertraut zu machen. Die Hotelkette umfasst 15 Hotels mit 3 bis 5 Sternen in ganz Europa. So, dann sehen wir hier, wo es überall ist. Jetzt haben wir hier zum Beispiel noch eine Nummer stehen. 4643
3643. Das ist doch gerade dann umgekehrt wieder, oder? Ich schreibe die mal auf den Zettel. 4643. Da muss man deutlicher schreiben. 3. 6, 4, 3. So, wo sind wir jetzt? Das Hotel hier ist ja gar nicht aufgelistet, oder? Nö. Sehe ich jetzt hier nicht, aber für irgendwas muss die Nummer ja gut sein. Alles klar. Haben wir das? Was war die andere Nummer? Die war, glaube ich, 1270. Für die Romanski. So, was haben wir sonst noch? Können wir sonst noch irgendwas machen? Ne, Telefon kann man nicht benutzen. Hier ist ein Knopf. Wahrscheinlich können wir die Tür entriegen mit, oder? Yes! Strike! Da ist nochmal eine Lupe, aber das bringt uns nichts mehr. Das haben wir ja schon gesehen. An seinen Fernseher können wir nicht irgendwas machen oder so. Und da kommen wir wieder raus. Ja. Oder stopp mal, warte mal. Ich muss mir nochmal kurz die Nummer von dem vom Hans angucken. Halt. Hans. Hier. 1478. Ich meine, es ist eine Kundennummer, vielleicht ist auch, aber nee, Zimmernummer ist es ja nicht, weil die heißt ja immer Gästekarte, ne? Entweder eine Nummer oder Gästekarte. So, gut, dass der da draußen noch beschäftigt ist. Aber kann da wieder nach hinten, ja. Gut, dann gehen wir mal an die Tür, die wir jetzt aufgemacht haben. Yes! Schön, ja, hier gibt es auch ein Bad gleich am Anfang, okay. Oder was soll das sein? Das ist doch ein Bad, oder? Gut, wir können rechts oder links. Wir gehen erstmal links. Aha, hier gibt es auch Automaten. Hier sehen wir das. Einer, der einen Rollstuhl zum Beispiel schieben kann. Was ist denn das hier für ein... Ach du Heiliger, was ist denn das für ein Riesending hier? Ah, wir können den Automat befragen, wenn wir das wollen. Ich will aber noch nicht. Ich schaue mal die Maschine hier diesen an. Diesen Leitstand brauche ich im Moment nicht. Ah, okay, ja, dann eben nicht. Was man da auch immer machen kann. Also befragt man doch mal den Automaten hier. Was ist eine Essensausgabe oder so? Guten Tag. Guten Tag, Fräulein. Sind Sie der Barmann des Hotels? Mein Name ist James. Krankenpflegeautomat James. Ich bin kein Barmann. Ah. Es tut mir leid, ich wollte Sie nicht verärgern. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich Sie bitten, die Worte, die Sie verwenden, zukünftig etwas sorgfältiger zu wählen. Ah. Er ist wieder gleich mal gekränkt hier. Oh, Aralbad ist ausgegraut. So, Kate. Ich bin übrigens Kate, ne? Mein Name ist Kate Walker. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sie sind nicht zur Kur hier. Das sieht man gleich. Hm. Stimmt. Ich bin hier, um Frau Romanski zu treffen. Gut. Es wäre mir eine Freude, Ihnen Tee zu servieren, wenn Frau Romanski von ihrem Spaziergang zurück ist. Ich möchte mich ohne Frau Romanskis Zustimmung nicht aufdrängen. Frau Romanski protestiert nur der Form halber. Glauben Sie mir, sie liebt es, Besuch zu haben. Aha. Wenn das so ist, danke für die Einladung. So, ich habe nämlich eine Mission, ne? Ich suche eine Frau Romanski. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr macht Frau Romanski ihren täglichen Spaziergang auf der Pier. Der Tee wird hier um genau 17 Uhr serviert. Denken Sie, ich könnte zu ihr gehen? Ganz wie Sie wünschen. Aber nehmen Sie sich vor dem Salzwind in Acht. Okay. Also, wir haben ja auch keine Uhr, also woher wissen wir, wie spät es ist? Hilfe? Würden Sie mich zu Frau Romanski führen?
Nein, um diese Uhrzeit steht Frau Romanski noch auf der Pier und blickt aufs Meer. Ja, und? Frau Romanski weiß, dass ich mich zu dieser Jahreszeit nicht auf die Pier begebe. Mein Organismus verträgt den korrosiven Effekt der Salz- und Windstöße immer weniger. Hören Sie diesen Wind? Er weht pausenlos über Strand und Meer. Hier nennt man ihn den Salzwind. Er wird uns alle noch verrückt machen. Bitte, können Sie nicht eine Ausnahme machen? Nein. Ich muss hier bleiben und Frau Romanski zur Verfügung stehen. Für den Fall, dass sie mich braucht. Und das ist bei Frau Romanski nicht leicht vorhersehbar. Sie ändert schnell ihre Meinung. Ja. Ist ja eine Frau, ne? Ja, wir kennen da einen Kollegen, der geht auch nicht gern raus, sozusagen, ne? Ja. Gut, aber da hat er halt schon recht. Salz kann sehr korrosiv sein, ne? Hilfe, hat man das? Würden Sie mich zu Frau Romanski... Nein, ah, das ja, hat man doch gerade, ja. Im Kopf. So, kennt er Hans Vorarlberg? Ja, müsste er eigentlich kennen. Haben Sie schon einmal was von einem Herrn Vorarlberg gehört? Der Name ist mir nicht ganz fremd. Wirklich? Sie kennen Hans Vorarlberg? Ich kann Ihnen nicht antworten. Frau Romanski hat es mir untersagt, über diesen Herrn zu sprechen oder auch nur seinen Namen zu erwähnen. Warum? Nostalgie, Traurigkeit, Zeit, die vergeht, all das. Aber wir sind uns doch einig. Ich habe Ihnen nichts gesagt. Wissen Sie, Frau Romanski wäre sicher sehr verärgert zu wissen, dass ich darum weiß. Und jetzt auch Sie. Seien Sie unbesorgt. Hatten die vielleicht eine Affäre, also eine Liaison sozusagen, ne? Übrigens, ich habe einen mechanischen Zug und Oscar und so weiter, ne? Kennen Sie Komkolzgrad? Ich habe meinen Zug dort stehen lassen, mit seinem Fahrer. Stellen Sie sich vor, er ist ein Automat wie Sie. Ich finde, Sie haben sogar eine gewisse Ähnlichkeit. Erstens, ich kenne Komkolzgrad nicht. Zweitens, ich bin noch nie Zug gefahren. Drittens, die Existenz eines anderen Automaten, ebenso perfekt wie ich, erscheint mir höchst unwahrscheinlich. Frau Romanski hat mir immer versichert, ich sei ein Einzelstück. Das Geschenk eines alten Bewunderers. Aha. Ich versichere Ihnen jedoch, dass er Ihnen sehr ähnelt. Er fehlt mir ein bisschen, wissen Sie? Warum ist er nicht hier mit Ihrem Zug? Ich persönlich würde Frau Romanski nie alleine wegfahren lassen. Das ist eine lange Geschichte, aber ich hoffe schon bald, zu ihm zurückzufahren. Ihre Zuneigung ehrt Sie. Ja, müssen wir ihn dann auch irgendwie mitnehmen oder so? Ich weiß es ja nicht, ne? Gut. Ich gehe jetzt, James. Bis nachher vielleicht. Es wäre mir eine Freude, Sie wiederzusehen. So, James. Ja, James, spann den Wagen an. So, okay. James, der Krankenpfleger. Ach, der hat ja so Räder, das ist lustig. So, hier sieht es aber auch nicht gerade sauber aus. Da liegt die Flasche am Tisch rum und... Ja, ich bin da halt so ein bisschen, ne? So. Okay. Immer mal gucken, ob hier noch irgendwas möglich ist. Hier ist ein Stuhl umgefallen. Ja, schön. Ich meine, es gibt hier wohl nur noch einen einzigen Gast, ne? Und das ist eben die Frau hier, die Romanski. So, warte mal, wir können hier noch weiter. Ach, das ist die andere Seite jetzt hier. Was ist denn da noch? Geht's denn da hin? Aha. Okay, hier können wir ein Glas mitgehen lassen, oder wie das ausschaut. Jawohl, einmal so ein Glas. Sonst noch was, ein Teller, eine Flasche oder auch so. In die Tür können wir nicht rein. Manchmal bin ich dann auch Gott froh, dass es jetzt so viele Verzweigungen gibt. Weil sonst kommt man irgendwann durcheinander, ne? So, hier kann man noch lang. Hier ist nochmal eine Tür. Die Tür ist verriegelt. Ich meine, wie soll es auch anders das sein? Was ist denn das? Ah, das kann man nicht anklicken. Hier, das ist ein Schachspiel, oder? So, hier ist noch was. Hier müssen wir irgendwas machen. Können wir hier vielleicht... Nee,
Oder? Nö. Da fehlt uns noch was. Irgendwas brauchen wir da noch. Ah, wir können hier wahrscheinlich Wasser ablassen. Irgendwas passiert. Nee, ah, es fängt an zu dampfen. Ah. Okay. Können wir da jetzt irgendwas machen? Nee. Okay, ich kann das Wasser nur kochen lassen oder eben auch nicht, ne? Oder blubbern. Gehen wir hier weiter. Da ist zurück. Mal gucken, ob hier nicht irgendwas ist, ne? Aber hier kommen wir dann nach vorne praktisch. Genau, jetzt sind wir dann nämlich hier. Und dann können wir wieder hier in den Speiseraum oder was auch immer das sein soll hier. Und jetzt gehen wir mal zu der einen Tür da. Was kann man hier noch? Nee. Hier müssen wir da lang. Da war nicht was. Da ist noch ein Apparat. Was ist das? Okay. Ich habe ja eine Idee. Warte mal. Ich gebe mal die Nummer von Hans ein. Das Ende oder zurück? Ich denke zurück, ne? Das funktioniert wohl nicht. Okay. Oder die von der Frau. Verflixt nochmal. Das funktioniert nicht. Also genau das habe ich auch gedacht. Okay, das hilft uns hier also nicht. Aber irgendwie müssten ja die Gästebuchnummern da was bewirken können, ne? Vielleicht, weil es halt 4 Nummern sind immer, also Zahlen. Ja, abgeschlossen. Die Tür ist verriegelt. Ja, aber wieso geht denn dann das? Das muss doch mit dem Ding hier was zu tun haben. Dass, je nachdem, welcher Gast hier raus will. Probiert es nochmal jetzt hier. 1270. Verflixt nochmal. Das funktioniert nicht. Okay. Genau das habe ich auch gedacht. Was hast du gedacht? Ja gut, oder nochmal die 14, 7, 8. Das funktioniert wohl nicht. Ja, das sagt sie jetzt nicht, das genau, das hätte sie auch gedacht oder so. Ist das hier ein Schlitz vielleicht für Karten oder so? Ich weiß es nicht. Tja, also da kommen wir nicht weiter. Okay. Eins können wir noch probieren. Wir haben ja diese Nummer hier. Können wir der Nummer vielleicht jemanden anrufen? 4, 6, 4, 3, 3, 6, 4, 3. Send. Okay, funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Okay. Ach, habe ich wieder einen Grafikfehler. Okay. Naja, gut, es kann halt vorkommen. Können wir den nochmal was befragen hier? Guten Tag. Guten Tag, Fräulein. Das bringt uns nichts, den noch zu befragen. Ne? Wir haben keinen weiteren. Ich gehe jetzt. Es wäre. Wir haben keinen weiteren Punkt und das ist ja uninteressant, noch jetzt gesagt. Diesen Leitstand brauche ich im Moment nicht. Ja, es wird wohl der Barmixer sein, sozusagen. Oder fürs Essen oder so. Hallo, ich möchte bitte hier raus. So. Jetzt gucken wir mal, ob der wieder
vorne ist an der Rezeption. Na gut, egal. Komme ich da wieder rein jetzt? Ja, okay, alles klar. Jetzt ist dauerhaft hier offen. Wollte nicht eigentlich hier, aber gut, nee, da ist ja nichts. Das ist abbiegen, genau, nee, das bringt uns ja nichts weiter. Schau auch an, wie da die Spinnweben unter der Decke hängen, ne? So. Ja, aber wir können immer noch hier in den Schrank reingucken, ne? Ja, der Wischmopp ist jetzt nämlich auch weg, den hat er draußen noch. Ich gehe hier halt nochmal rum. Ich gehe nochmal gucken. Aber um nochmal das Ganze zu vergleichen hier. Okay, nee, das haben wir schon. Die Broschüre haben wir. Okay. So, wartet mal. Nee, das ist nur das hier. Ja, es sind halt ja noch mehr Nummern. Also ich kann ja nicht alle Nummern, die hier stehen, ausprobieren, oder? Das wird zu nichts führen. Na, ich gehe mal her und schreibe da halt einfach noch auf hier, die Nummern. So. 1, 5, 0, 3. Dann haben wir hier 2, 5, 1, 0, 5, 6, 5, 4, 1. Die haben wir ja schon stehen. 1, 4, 7, 8. Dann haben wir die 12, 70. Dann haben wir hier 13, 15. Ich meine, man könnte noch versuchen, die rückwärts eingeben, aber das wird es wohl auch nicht sein. Ja, 31, 15, 40, 45, 0, 3, 4, 6, 4, 5, 5, 4, 8, 1, 5, 4. Warte mal, wie hat denn der eine Typ da geheißen, der eine Sänger, mit dem die Mami sozusagen jetzt ja verkehrt, das weiß ich gar nicht. Habe ich schon wieder vergessen, weil vielleicht steht er hier auch drauf. Also die habe ich jetzt hier, die 81, 54. Dann haben wir hier noch 15, 29, 20, 81. 16, 11, 19, 0, 5, 3005, 10, 10, 75, 0, 5, upala, hei, hei, das hat jetzt aber weggeschrieben. So, wie sind das jetzt hier Nummern? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Nummern, wo wir da ausprobieren könnten. Und eine vielleicht dann passt, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Warte mal, stopp. Wladimir Rybko und Ivan Malaysia ist auch noch hier. Die sind auch noch hier. Die sind 2000 angekommen hier. Vielleicht geht es auch nur an dem Automat, wer eben... da ist sozusagen, dass das so registriert ist. Und ich habe ja jetzt hier zum Beispiel eben, die ist zwar auch noch da. Stopp, Moment mal. Helena hat zwei Dinger drin. Einmal hier als Kurgast Gästekarte
Und hier als Dauergast, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ja, aber es kann halt wirklich sein, dass sie da so eine Nummer hat und wenn dann einer schon draußen ist, kann die Nummer jetzt nicht nochmal verwendet werden, dass das so ist. Das ist vielleicht der springende Punkt. So, wartet mal. Ich will mal ganz kurz nochmal was gucken. Nochmal den Prospekt anschauen. Halt, stopp. Da nochmal kurz reinblättern. Da habe ich die richtig abgeschrieben. 4, 6, 4, 3. 3, 6, 4, 3. Habe ich, ja. Dafür, was ist denn immer gut? Oder ist jetzt hier ein... Das könnte ich auch noch versuchen. Das Telefon kann ich gerade gar nicht anklicken. Ach, weil ich hier im Bild bin. Oder ist sie jetzt hier drin? Ne, die ist nicht eingespeichert. Ey, wenn ich das Phone rausziehe, habe ich so einen komischen Grafikfehler. So, jetzt Sattler. Na gut, der ist vielleicht weg, wenn ich mal das Spiel neu starte wieder. Aber ja, gut. Ich meine, ist jetzt nicht schlimm, ich habe sonst jetzt keinen weiteren Grafikfehler. Jetzt will ich mal kurz probieren. Das waren jetzt die letzten Nummern, oder? Ich habe mir jetzt eigentlich nicht aufgeschrieben, wer noch da ist hier. Das war jetzt natürlich auch wieder doof. Aber ja gut. Dann probieren wir es einfach mal. Es müsste eine der letzten Nummern sein. Probier mal hier die 7505. Das funktioniert wohl nicht. Okay. Dann die 1010. Löschen. 10, 10. Das funktioniert wohl nicht. Na gut, wenn wir schon dabei sind, kommen wir, probieren wir halt ein bisschen durch. Die 3005. Das funktioniert wohl nicht. Okay. Eins, neun, null, fünf. Das funktioniert wohl nicht. Hm. Was hat man da? 16, 11. Das funktioniert wohl nicht. Geht auch nicht. 20, 81. Das funktioniert wohl nicht. Okay. 15, 29. Das funktioniert wohl nicht. 81. 5, 4. Das funktioniert wohl nicht. 45, 5, 4. Das funktioniert wohl nicht. Ja, da wird gar keine Nummer funktionieren. 39, 15. Das funktioniert wohl nicht. 16, 12. Das funktioniert wohl nicht. 13, 15. Das funktioniert wohl nicht. 65, 41. Das funktioniert wohl nicht. Okay. Geht 0, 0, 0. Das funktioniert wohl nicht. Ja, hätte ja sein können, ne? Ja gut, ich hätte vielleicht reinschreiben müssen. Das funktioniert wohl nicht. So, dann haben wir noch die 1503. Das funktioniert wohl nicht. Okay. So, jetzt können wir noch ein bisschen rumspielen. Ich mache mal 0, 0, 0, 0, 0. Das funktioniert wohl nicht. Geht nicht. Oder 1, 1, 1. Das funktioniert wohl nicht. Ja, nee. Also, da müssen wir mal gucken, wie es da weitergehen soll. Ja, wir sind auch schon wieder am Ende einer Folge angelangt, Leute. Ich sage erstmal wieder wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Lego. Bye, bye.